Ja, wieder mal ein neuer XXXL Feuerstahl zum Testen. Und zwar der Camp Buddy. Ein solider Feuerstahl mit einem fetten Griff und einem wirklich guten Schaber. Und das ist eigentlich eh das Wichtigste. Und wenn du wissen willst, was das Teil kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Camp Buddy. Da ich ja meinen eigenen, den letzten Feuerstahl des Lebens, nicht mehr im Sortiment habe, bin ich immer auf der Suche nach neuen XXL-Feuerstählen. Und da habe ich den Survival Stuff Feuerstahl mit diesem Edelstahlgriff vor einiger Zeit vorgestellt. Und jetzt mache ich mal eine Alternative, weil der Edelstahl halt doch relativ schwer ist, nämlich mit diesem Camp Buddy hier vorstellen. Camp Buddy ist mir gleich auf Amazon aufgefallen und ich habe mir ein Modell selbst gekauft. Das habe ich mir bestellt, habe ich von Amazon bekommen und habe damit herumgespielt und dann, und das ist das Lustige, hat sich die Firma Camp Buddy auch bei mir gemeldet und gesagt, ja Reine, du hast da ja bei uns was bestellt und so weiter und wie findest du das und sowieso und überhaupt und magst du mal ein Video dazu machen und das mache ich jetzt hier auf dieser Stelle, an dieser Stelle auch. Was mir gleich am Anfang aufgefallen ist, ist, dass hier nachgedacht wurde und zwar, dass der Schaber und der Feuerstahl dieses Mal mit einer Schnur oder von Camp Buddy mit einem Paracord so gemacht wurde, dass man das ein bisschen erstens anpassen kann und dass es auch weit genug ist, dass man vernünftig arbeiten kann. Es ist nichts unangenehmer, wenn der Schaber da oben hängt und das Schnürl denkst du jetzt weg und dann kommst du gar nicht vernünftig runter und kannst nicht arbeiten, das ist fürchterlich. Und das Zweite ist, dass dieser Schaber auch wirklich, wirklich vernünftig ist. Die Spitze hier, über das könnte man diskutieren, ob man sagt, ob ich die Spitze wirklich brauche, ob man das nicht abrundet oder eckig macht oder was, das ist okay, weil das ist schon relativ spitz. Jetzt nicht so, dass ich mal gleich in den Finger steche, aber doch. Aber es ist angeschliffen hier. Auch nicht so angeschliffen, dass ich damit wirklich jetzt schneiden könnte. Das ist kein Messerersatz. Aber angeschliffen, damit man das tun kann. Nämlich richtig schöne, geniale Funken machen. Und das ist ja ganz häufig bei den Feuerstahlanbietern auf Amazon, wenn die Chinesen irgendwas produzieren und in den Markt werfen, dass die wenigsten von denen eigentlich wissen, wofür das gut ist, sondern einfach gesehen haben, hey, bei denen läuft das gut, wir machen es einfach nach, aber machen es meistens nicht besser nach, sondern schlechter. Und das hat Camp Buddy, wie gesagt, billige Eigenwerbung natürlich, gebt ihr den Link auf Amazon, dort, wo man es kaufen kann, die Teile besser gemacht. Das ist wirklich schön, damit man gut arbeiten kann. Und was halt jetzt aktuell, schau dich um, es ist kalt, weil wir haben Schnee hier in unserem Buschkraftcamp auf aldolau.at. Es ist kalt und wenn ich da den Edelstahl oder auch den Aluminium, den ich hatte, ja, den Aluminium oder den Edelstahl, den es bei Survival Stuff gibt, dann wird das extrem kalt. Kann man sagen, ja, hast Handschuhe an, habe ich vielleicht nicht immer an oder es geht sich nicht aus oder trotzdem. Und es ist auch eine Gewichtsfrage und dieses Holz, ich weiß nicht genau welches, sicher irgendein chinesisches Holz, muss ich gleich dazu sagen. Obwohl wir mit Pflanzen ein bisschen auskennen, kann ich da nicht sagen, welches Holz das jetzt ist. Es ist erstens nicht kalt, ja, es ist warm und es macht insgesamt den Feuerstahl leichter. Weil der Survival Stuff mit dem Edelstahlteil, das ist halt schon ein Teil. Und da merke ich eigentlich relativ wenig vom Gewicht. Aber ich kann schön halten und das ist mir sehr wichtig. Und das ist auch, wenn man mit Kindern zum Beispiel Feuerstahlbedienung übt und mit denen dieses Funken machen auch zum Erfolg führen will. Also nicht nur das Funken machen, sondern dass das auch was brennt. Sehr wichtig bei kleineren Kindern, dass sie das gut halten können. Und dass der Feuerstahl lang genug ist und dass man von oben bis unten durchziehen kann. Ich weiß, dass man, wenn man es nur vorne macht, ja, so, weil man da auch immer wieder Leute, ganz lustige Leute auf YouTube-Kommentare schreiben, schau, der zieht den Feuerstahl komplett durch, das macht man von vorne. Ja, das ist ja ganz klar, dass ich das auch von vorne machen kann und nur einen kleinen Funken produziere. Aber wenn ich üben will und wenn ich Leute habe, die Anfänger sind, dann gebe ich ihnen nicht den kleinsten Feuerstahl, sondern den größten und sage ihnen, schau her, zieh von oben bis unten durch und dann haben sie gleich einmal gute Ergebnisse. Und daher finde ich das extrem gut. Mit dem kannst du, wie gesagt, eben beides tun. Hier schöne Funken ziehen oder eben komplett durchziehen und das finde ich sehr, sehr praktisch. Paracord mit dieser Kordel, alles wirklich sehr, sehr schön gemacht. Mir taugt das. Ich kann wirklich nichts Negatives finden, sogar, wo ich echt sage, gut gemacht. Hier, wo das Paracord durchgeht, durch die Öffnung durch die Öse, Fangöse, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hier da zum Beispiel, ne? Da ist innen drin noch einmal, es schaut zumindest so aus, wie wenn da noch einmal ein Metall reingeschlagen wäre. Schaut wirklich so aus, ja, bei meinem Exemplar, das ich von Amazon habe.
Das bedeutet, das ist einfach vernünftig und schön gemacht. Was der Langzeittest, und ich werde dieses Teil bei meinen, ich habe übrigens zwei, bei meinen Survival Trainings den Trainingsteilnehmern austeilen. Mit der Zeit bei den chinesischen Anbietern ist es häufig so, dass dann der Feuerstahler ausfällt, weil die nur zwei Punkte Kleber reingegeben haben, um 0,001 US-Dollar Cent, also US-Cent zu sparen. Wenn ich 2 Millionen verkaufe, macht das vielleicht einen Unterschied. Aber dann fällt das mit der Zeit raus. Das habe ich ganz häufig gesehen. Und ich bin gespannt, ob das bei dem hier auch der Fall ist oder ob das gut verklebt ist. Aber das werde ich in einem anderen Video berichten. Entschuldige, ich rede die ganze Zeit. Das ist fürchterlich. Tut mir leid. Ja, aber jetzt wollen wir mal auch wirklich was anzünden. Ja, ich frage mich jetzt gerade, wenn ich jetzt Kinnspann hätte, ist das klar. Aber jetzt hier zum Beispiel, kann ich da auch irgendwelche so kleinen Locken rausschneiden mit dem? Das geht sich nicht aus. Nein, man kann nur was runterreiben, da zum Beispiel, schon mal her. Kann jetzt hier dieser Buchenscheit hergehen und mit dieser Klinge, die, oder diesem Striker, solche ja, kleinen Fussel hier machen. Und da werden wir jetzt gleich einmal ein bisschen mehr davon produzieren. Also wie gesagt, es ist scharf genug, um das hier jetzt zu machen. Ja, aber nicht so scharf, dass du dir gleich die Finger einschneidest. Dann werden wir mal schauen, wie das geht. Bei diesen Teilen hier, so macht man das zum Beispiel bei Kinnspann, ist es so, dass natürlich das Harz dann nachher beim Kinnspann den Zündeffekt hat. Hier bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das funktioniert. Das werden wir gleich sehen, ob es erstens einmal trocken genug ist und fein genug und ob da gut Luft dazu kommt, aber das werden wir gleich sehen. So. Und jetzt... Ja, brennt. Ist flauschig genug. Ich meine, wenn das jetzt bei Federn würde die Sache jetzt noch besser brennen als bei diesem Flauschall, was wir da gemacht haben, aber es ist besser als nichts. Und von da könnte ich jetzt hergehen und weiteres Material entzünden und es größer machen. Einfach so als kleinen Survival-Tipp auch mit dazu. Also das kann man mit dem hier auch schön machen. Funktioniert. Also muss ich wirklich sagen, ein würdiges Teil als Nachfolger sozusagen. Wobei natürlich Camp Buddy das nicht als von mir abgeschaut hat oder sowas, das will ich überhaupt nicht sagen, das ist sowieso alles ein Blödsinn. Aber ein würdiger Nachfolger, den ich empfehlen kann, als XXL Feuerstahl. Ja, also ich mag es wiederholen. Wirklich super, taugt mir irrsinnig. Ich werde einen Langzeittest nehmen, ich habe zwei Exemplare davon. Und da werden die Survival Trainees, die zu uns kommen, hier auf ins Bushcraft Camp auf ein Training hier in Schwarzenbach an der Billach in Österreich ja, die Möglichkeit haben, den einmal auszuprobieren. Ein letztes Wort und das will ich noch anbringen, weil es immer wieder Kritik ist nicht der richtige Ausdruck, aber ich sage jetzt mal, die Frage gibt, warum ich überhaupt diese großen Feuerstelle propagiere. Reine, du redest über Survival und über Bushcraft und das ist ja irrsinnig schwer und du sagst selber, dass die Ausrüstung so kompakt und leicht wie möglich sein soll. Ja, das ist richtig. Und als also dieses Teil hier in einem Survival Kit oder in einem EDC, das ist natürlich nicht die richtige Wahl, sondern das nehme ich zum Beispiel zum Üben für Anfänger, für Kinder, damit die einen Spaß haben. Oder ich nehme es dann, und das sage ich jetzt auch so, weil mich manche auf Instagram auch immer wieder fragen, was ich mitnehmen würde, wenn ich bei dieser Fernsehserie Alone, wo man nur 10 Gegenstände mitnehmen muss, mitnehmen würde. Ich würde einen XL-Feuerstahl mitnehmen. Warum sollte ich einen kleinen nehmen? Also wenn wirklich mein Leben davon abhängt und ich sage, ich müsste in jeder Situation, in feuchtkalten oder auch trockenkalten ist jetzt wurscht, ja, feuchtkalt ist noch fürchterlicher Wetterumgebung, ja, Feuer machen und ich darf kein Feuerzeug verwenden und ich darf keine Streichhölzer verwenden, sondern ich muss irgendwas Primitives nehmen. Feuerbohren mit dem würde ich da gar nicht anfangen, muss ich da auch sagen. Aber wenn ich das mit Ausrüstung lösen kann, dann würde ich einen größeren nehmen, weil der größere in diesem Fall wirklich da auch der bessere ist. Ja. Ist ja nicht immer so, ne? Aber hier ist es so, ich kann mehr Material runterarbeiten und immer dann, wenn es leicht feucht und grausig ist, ist der große Feuerstahl die bessere Lösung. Aber nicht als EDC zum Umhängen, außer du willst das als Schlagstock verwenden. Ja, ist das natürlich übertrieben, das ist mir schon bewusst. Oder zum Wandern in einer Überlebensausrüstung, die ich dabei habe, um im Notfall was zu tun, ist das nicht die richtige Lösung, das gebe ich zu. Aber wenn ich auf Tour gehen würde, dann wiederum schon. So, und jetzt abschließend zum Camp Buddy, ein super Teil.
Und kann ich, wenn mich wer fragt, ich kann das Ding wirklich hundertprozentig empfehlen. Zumindest aus aktueller Sicht. Es ist alles schön verarbeitet. Wir werden den Langzeittest uns anschauen, ob das auch diese Vergebung passt. Wobei ich das Gefühl habe, dass du mit den Leuten von Camp Buddy sicher auch sprechen kannst, sollte das wirklich irgendwo mal was kaputt werden, dass du mit denen redest. Es ist ein sehr einfacher und netter Kontakt bis jetzt gewesen. Gut, das werden wir sehen. Wenn du Camp Buddy hast, wenn du vielleicht auch diesen Feuerstall hier hast, dann erzähl mal ein bisschen was drüber, das würde mich irrsinnig interessieren. Schreib mal einen Kommentar auf jeden Fall. Kritisch oder nicht kritisch, böse oder lieb, solange du nicht herumschimpfst, ja, ist das alles in Ordnung. Abo da lassen. Da geht es zum Jens-Shop, kannst du ja anschauen, welche Feuerstelle ich habe. Leider nicht den Camp Buddy. Da arbeite ich dann, vielleicht kriege ich den auch in den Shop. Das würde mich sehr nicht freuen. Aber andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein Rainer Osman. Bis bald und ciao.